So, meine Lieben, ach, ich freue mich wieder wegen Keks, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich selber, dass ich wieder auf dieser schönen Map hier spielen kann. Willkommen zurück zur Let's Play Adventure Map von Blarcrafter. Das Dorf. Wir sind im letzten Part, waren wir hier in diesem Gebirgsturm. Wo wir jetzt hier nicht mal rauskommen, doch. In diesem Gebirgsturm hier haben wir uns ja hochgearbeitet. Da unten war das Haus, wo wir gestartet sind. Haben wir uns einen Knopf geholt, haben erfahren, dass wir Hausmeister sind. Und ein gewisser Mr. Hang uns wohl jetzt durch die gesamte Map verfolgen wird. Ich glaube, einen Schalter kann ich da mal hängen lassen. Oh, einen hängen lassen. Hier war gar nichts mehr. Jetzt wollen wir mal die Schallplatte auflegen. Now play. Ich tanze zu dem tollen Lied. So, was ist denn da oben drin? Ist da irgendwas? Ach, Spinnweben. Spinnweben, immer nur Spinnweben. Ha! Ich habe das Gefühl, dass hier jetzt gleich irgendwas passiert. Dass gleich irgendwas aus dem Boden rauskommt oder ich irgendwie gleich voll gearscht bin oder so. Nein, 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 nein. Ah! Ah! Da war es gerade. Ist gerade wieder. Da oben ist auch noch ein Knopf. So, was haben wir hier drin? Fleisch können wir mal gebrauchen. Nein. Auf der anderen Seite, hier. Nein. Da unten drin. Nein. Ah! Na! Ah! Nichts passiert. Nichts passiert. Alles gut, alles. So, da noch was drin? Nein. Ah, doch schon, aber nichts Brauchbares. Ah! Da ist auch noch ein Ofen. Auch nichts Brauchbares. Wo kommen die denn die alle her? So, wollen wir mal hier weiter hoch. Ach, ist das super, hammer, mega geil. Da ist auch nichts mehr drin. Doch schon, aber nichts mehr zu gebrauchen. Was passiert denn, wenn ich hier? Ach klar, dann werden die Das sind Dispenser. Ich dachte, das sind Öfen. Das sehe ich ja jetzt. Boah, bin ich behindert? Aua, aua. Bin ich bekloppt? Ich bin Jürgen Klopp, Mama. Oh, da kann aber jemand sehr schlecht Blockflöte spielen. Ja, ich. Da war ein Pfeil gerade. Gut, da waren wir ja gerade. Da, die Karte. Karte Nummer 8. Lesen wir natürlich auch. Diese Brücke war höchstwahrscheinlich nicht öffentlich, sondern eine Privatbrücke von Mr. Hang und seinem Hausmeister. Ha, also mir. Diese Brücke führt zu einer Kleinstadt hinter dem Berg. Sagen jedenfalls die Bürger hier. Die Bürger hier. Also scheinen ja noch ein paar Bürger zu leben. Ja. Mach mal so auf. So. So. Jetzt habe ich nur noch einen Knopf. Ne, jetzt habe ich überhaupt nichts mehr. Boah. Ist halt affengeil. Guck dir das an. Das kannst du ja gar nicht in Worte fassen, ey. Hui. Hui. So. Sieht aus wie die... Ich fühle mich gerade so irgendwie ein bisschen wie in China. Normalerweise müsste ich jetzt mit dem chinesischen Texturenpack da spielen. Das ich mir mal gedownloadet habe. Theoretisch. Eigentlich. Aber nur eigentlich. Du darfst nicht von der Brücke springen. Du darfst nicht... Vergiss diese Stelle nicht. Ah, scheiße. Habe ich noch einen Knopf mit oder so? Fuck. Was mache ich denn jetzt? Ich habe gar keine... Klar, warte mal. Da ist eine Leiter. Aha, guck dir das an. In den Böden musst du auch immer gucken. Oder in den... Na, in den Decken musst du auch immer gucken. Nein. Oh, oh, oh. Da muss ich wohl doch die ganzen Hebel abbauen, oder? Würde ich fast schon mal sagen...
Ist das cool? Also das ist echt cool gemacht. Dass man auch nochmal zurück muss, dass man nicht immer nur zack, geradeaus gehen kann. Oh, Entschuldigung. Wo ist die Platte? Da. Leg nochmal auf, komm. Leg nochmal auf für uns, Schätzchen. Leg nochmal auf. So, ich nehme mal die ganzen Hebel hier mit. Wer weiß, wofür wir sie gebrauchen können. So, den auch noch. So, dann haben wir 9 Hebel. Ne, 8 Hebel. Aua. Dann reicht das. Jetzt wieder den ganzen Weg. Hör mal. Aber den Weg mache ich mir. Das ist gar kein Problem. Zack, dich. Zack, dich, zack, dich, zack, dich, zack. Und da ich keinen Hunger verliere, kann ich ja so springen. Vergiss den hier nicht. Zack. Okay. Wenn ich den jetzt ausmache. Passiert doch gar nichts. Egal, ich mache ihn trotzdem mal. Ich weiß nicht. Hier kann man nie sicher sein. Oh, ist das geil. Guckt ihr das? Oh. Alter. Ich habe schon von Weitem gesehen. Ihr auch, oder? Oh, Affengeil jetzt schon wieder. Oh, sogar mit dat Kirsche, hör mal. So. Dann wollen wir mal gucken, was der Papa da so Schönes gebaut hat. Ja, Lia. Sind das Kisten? Ah, nee, das. Nee. Verguckt, verguckt, verguckt. Da ist aber eine Kiste. Erfahrungsfläschchen und eine weitere wichtige Karte. So, erstmal die beiden Erfahrungsfläschchen. Und jetzt die Karte. Die Bewohner hatten offenbar recht behalten. Hier war die Stadt hinter dem Berg, von der sie sprachen. Allerdings sah sie sehr verlassen aus. Jedoch war sie nicht beschädigt, was wiederum hieß, dass sie vor kurzem noch jemand gewohnt haben muss. Es wird doch wohl nicht Mr. Hang gewesen sein, der uns vielleicht eine Nachricht hinterlassen hat? Boah, alter Schwede. Ja, ich würde sagen, wir gehen von Haus zu Haus. Sogar mit Brunnen. Ich würde sagen, wir fangen hier mal an der Seite. Süßes oder saures? Achso, Gerald, hallo. Hallo, huhu. Gerald, bist du da? Nein? Gut. Gehen erstmal hier lang. Das Wolle. Aber hier ist ein Checkpoint, okay. Checkpoint. Also ich kann bei. Gut. Ich will auch gar nicht bei Gerald schlafen. Darf ich denn die Wolle auch? Hä? Karte 10 und 11 in Geralds Haus. Oh, das wird ja immer interessanter, Junge. Also Karte 10 und Karte 11. Nein, erst Karte 10. Dann Karte 11. So, Part 1. Dies war Geralds Haus. Er war der Bürgermeister des Dorfs. Oh, Herr Bürgermeister. Er und das ganze Dorf beschlossen eines Tages, dass die berühmte Kirche, die in der Dorfmitte stand, gesichert wird, falls sie nicht anwesend sein sollten. Würde aber jeder da sein und es würde keine Gefahr bestehen, dass jemand unerlaubt die Kirche betritt, war in jedem Haus des Dorfes eine Sicherung. Wenn jeder dieser Sicherung lösen würde, würde man Zutritt zur Kirche bekommen. Doch leider schien es, dass das ganze Dorf nicht da sei. War etwa das ganze Dorf verschwunden? Oh, das heißt, das ist also wichtig, dass wir diese Schalter hier umlegen. Sonst kommen wir nicht in die Kirche rein. Also ich. Komm, ich schlaf mal bei dat Bürgermeister. Ich schlaf mal bei dat Gerald. So, hör mal, Gerald. Dun, 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 dun. Gut. Den Schalter haben wir schon mal umgelegt. Gehen wir mal weiter zum nächsten Haus. Wir gehen mal von hier ab, dann so rum. Und landen dann zum Schluss hoffentlich in dat Kirche. Gott, da gibt's ja noch ein Haus.
Oder ist das der Bahnhof? Nee. Nee, 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 nee. Hab mich verguckt. Hab mich verguckt. Geht's denn da hinten lang? Ich gucke erstmal, wo es da hinten lang geht. Nicht, dass ich noch irgendwas Wichtiges übersehe. Oder geht's hier oben nicht weiter? Doch. Hier geht's auch weiter. Geht's denn hier lang? Ui, ui, ui. Viele komplizierte Wege. Vielleicht steht das noch auf irgendeiner Karte drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Sieht aus, als müssten wir hier erst wieder später zurück. Ich möchte da jetzt auch nicht weiter drauf. Ah! Nicht weiter drauf eingehen. Juhu. Wie gesagt, wir machen uns mal auf von. Wir machen uns mal auf von Haus zu Haus. Hör mal. Nächstes Haus. Steht kein Name drüber, wie unfreundlich. Aber eine Kiste hat er uns da gelassen, oder sie. Schalter betätigen, ganz wichtig. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Können wir schön mampfen, was wir gar nicht müssen. Und eine Terrasse. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Nein? Gut, alles klar. Dann gehen wir mal die Treppe hoch zum Schlafgemach, bestimmt. Nee, keine Kiste. Aber hier. Hier ist ein weiterer Checkpoint. Fleisch. Ey, wie viel Fleisch? Ich weiß, dann können wir mal kurz das Fleisch hier braten. Und ein weiteres Erfahrungsfläschchen. Zack. So, hier noch irgendwas? Nee. Nee. Haben wir hier noch irgendwas drin? Noch ein Stück Kohle. So. Wir müssen das ja eigentlich gar nicht braten. Es geht ja nur um die EP dann hinterher. Oder XP. EP, XP. Aua. Nächstes Haus abgeschlossen. Und tschüss. Und tschüss. Arrivederci. Arrivederci, Roma. Oh, ein weiteres Haus. Schön auf dem Weg bleiben. Geil. Wer wohnt denn hier? Das Gasthaus. Oh, Alter. Kuchen gibt's hier. Ein Kamin, wo man sich dran erfreuen kann. Tische. Der Schalter. Ganz wichtig zum Umlegen in den Öfen sind Spinnweben. Spinnweben. Lass mich raten. Oho, Diamant im Ofen. Ein Erfahrungsfläschchen. Und? Oh. Okay. Einen goldenen Stiefel. Goldene Stiefel. Gut, hier war gar nichts mehr. Danke. Jetzt gehen wir mal die Treppe hoch. Zack. Hier ist ein weiterer Checkpoint. Ein weiterer Diamant. Alter, was lässt er hier zurück? Und Kuchen im Ofen. Kuchen im Ofen, das stimmt eigentlich. Ah, ich nehme nur die Erfahrungsfläschchen. Oder? Nee. Ich nehme jetzt mal die ganzen Spinnweben mit. Ich weiß nicht, wie viel wir hinterher gebrauchen werden. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Kann ja sein, dass unter der Wolle noch was ist. Nein. Hast du nicht gesehen? Lass dir Zeit. Gut, alles klar. Und von hier aus machen wir dann weiter vom Gasthaus. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich auf den nächsten Part wieder so viel Spaß wie ich. Bis dann, euer HasPLP.